Ja, moin moin, mal wieder zurück, willkommen auf dem Kanal, unverhoffterweise heute noch mal mit Magic. Und zwar habe ich gesehen, dass zwei neue Schlüsselwortfähigkeiten oder Abilities auf Englisch gespoilert worden sind, und zwar von den Wizards direkt, deswegen auch sehr verlässlich. Und die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Nochmal Entschuldigung, dass das mit dem Warhammer-Gedöns irgendwie einen Tag später kam, aber hier ging absolut gar nichts mehr. Weder Fernsehen, noch Telefon, noch Internet, also Unity Media hat hier wirklich alles abgeschossen. Das kam erst heute Morgen irgendwie wieder und naja, sei es drum. So, wir gucken uns aber mal die neuen Abilities an. Und zwar haben wir da zum ersten Verewigen. Das ist auf Englisch Eternalize. Und die Geschichte funktioniert so: Ihr bezahlt die Verewigungskosten. Hier in dem Fall der Karte standhafter Wachposten. Vier beliebige und doppelweiß. Und dann schicke diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie von dir ist, außer dass er ein 4-4 schwarzer Zombie-Mensch-Kleriker ohne Mana-Kosten ist, spiele verewigen wie eine Hexerei. Ja, kommt uns irgendwie so ein bisschen bekannt vor, nicht wahr? Also das ist quasi wie Einbalsamieren oder Embalm in Amonkhet, nur dass die Kollegen jeweils wiederholen, etwas mehr Power haben. Also die sind stärker als die, die rausgehen, wie ich das bis jetzt gesehen habe. Bei den anderen, da war es ja eine Kopie von der Karte. Und diese hier, die sind einfach halt ein bisschen garstiger. Ja, das ist die Verewigen-Fähigkeit. Ist nur ein bisschen was Neues, sag ich mal. Aber naja, auf alle Fälle mehr Power. Und ich habe bei Amonkhet echt festgestellt, wie nervig die Geschichte Lebensverknüpfung und Erstschlag und Embalm, also einbalsamieren sein kann, weil die kommen wieder und man haut drauf und es gibt jedes Mal Leben für den Gegner und man kriegt sie nicht tot und beim zweiten Mal, wie gesagt, die kommen erst einmal wieder und ah nee, schlimm. Und ja, wenn dann noch Erstschlag im Spiel ist, dann war finstere Sache, also nee, pfui, pfui, sag ich dazu nur. Jo, dann kommen wir mal zur zweiten Ability. Und zwar nennt sich die ganz düster Pestilenz. Pestilenz hat immer eine Zahl dahinter, also hier im Falle der verewigten Kenra Pestilenz 1, und das bedeutet, immer wenn diese Kreatur geblockt wird, verliert der verteidigende Spieler einen Lebenspunkt. So, das ist das Schöne an der Sache, wenn es jetzt nämlich sogar Pestilenz Pestilenz 2 oder 3 wäre, dann nicht wahr? Dann gibt es nämlich jedes Mal 2, 3 oder 4 oder was auch immer halt die Zahl ist an Lebenspunkten weniger für den Gegner. Und dann gibt es hier noch fiese Karten, die könnt ihr euch auch auf der Wizards Homepage einmal angucken. Da ist eine, glaube ich, schon gespoilert. Die haben dann nochmal einen negativen Effekt, wenn die Karte nicht geblockt wird. Das heißt, der Spieler steht entweder vor der Wahl, er kriegt die Lebenspunkte abgezogen, weil er blockt. Oder die Kreatur wird nicht geblockt, aber wenn er die nicht blockt, dann hat er wieder einen Nachteil. Auch dadurch noch. Also das ist echt, da steckt halt in einer fiesen Zwickmühle und die Karten, ich glaube, die können ganz schön fies sein. Ja, das finde ich eine ganz coole Fähigkeit, wenn man nicht dagegen spielen muss. Aber da kann man, glaube ich, ordentlich Druck mitmachen und den Leuten richtig, richtig auf den Sack gehen. Finde ich eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Genau, wenn zum Beispiel eine starke Kreatur von zwei Kreaturen geblockt wird, dann gibt es nicht zweimal Pestilenzschaden, sondern nur einmal. Das heißt, bei Pestilenz 4 wird eine Kreatur geblockt von zweien. Das heißt, es gibt einmal 4 Schadenspunkte für den Gegner und nicht zweimal 4, weil es ein Doppelblock ist. Jo, das war's auch schon mit den beiden neuen Fähigkeiten. Hier sehen wir nochmal kurz die Eckdaten. Und ja, bald, also in einem guten Monat, dann kommt das auch schon wieder raus, nämlich am 14. Juli. Ich muss mir, glaube ich, irgendwie noch einen Nebenjob nachts suchen oder so. Egal, ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.